Hey zusammen, Tobi hier. Mein Camper ist ja mit einer gewissen Grundausstattung an Elektrik ausgeliefert worden und ich habe noch sehr viele Ideen, was ich hier dran verändern möchte. Da es dabei aber sehr viel zu beachten gibt, habe ich mir einen Experten gesucht und den möchte ich euch heute einmal vorstellen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich bin ja Elektroniker von Beruf, aber das Thema Van, die ganze Van-Elektrik, das ist ein ganz anderer Bereich für mich. Das ist nochmal einen ganzen Zacken höher und da fehlt mir halt einfach die Erfahrung. Wie gesagt, deshalb habe ich mir Tino gesucht. Der macht das jetzt schon seit einer ganzen Weile. Und ja, Tino, sag doch einfach mal, was genau du machst. Ja, hallo. Ich bin im Bereich der Camper-Elektrik tätig und habe dort mir zur Aufgabe gesetzt, Fahrzeuge, die schon vorhanden sind oder ganz und gar für Selbstausbauten, dort die Elektrokonzepte zu optimieren, die grundsätzlich auch zu erstellen und das Ganze von der Beratung bis hin zur Umsetzung dann noch umzusetzen. Genau. Und ja, jetzt habe ich mir ja schon so meine Gedanken gemacht, was ich noch an meinem Fahrzeug geändert haben möchte. Also Tino, ich hätte jetzt zum Beispiel ganz gern mal noch einen Wechselrichter eingebaut, denn ich würde gern einen Föhn betreiben wollen. Eventuell stelle ich mir noch eine Kaffeemaschine mit rein und eine größere Batterie wäre auch toll. Ich habe ja Solarpanels, ihr kennt das ja von meinen Powerstationen, habe ich diese faltbaren Solarpanels. Das möchte ich an meinem Kastenwagen natürlich auch mit anschließen wollen. Ja, und dann sag mir mal was dazu. Was kostet das? Geht das schnell? Geht das langsam? Ist das ein großer Aufwand? Ja, das ist erstmal die Frage natürlich, wo kann die Reise dorthin gehen? Aber an der Stelle müssen wir doch ein bisschen tiefer ansetzen. Und es müssen erstmal im Vorfeld einige Fragen beantwortet werden. Es sollte auf jeden Fall zu Anfang das Ziel festgelegt werden. Wo will ich hin? Was habe ich für Ideen? Was für Nutzungskonzept habe ich auch mit meinem Fahrzeug? Zum Beispiel, in welchen Jahreszeiten bin ich unterwegs? In welchen Regionen ganz und gar? Ist es ein reines Freizeitfahrzeug, das ich nur am Wochenende bewege? Oder soll es wirklich ein Vollzeitfahrzeug werden? Und was möchte ich da drin genau machen? Möchte ich da drin auch arbeiten? Möchte ich halt auch zum Beispiel die Kaffeemaschine betreiben? Stehe ich viel im Schatten? Brauche dann vielleicht Solar über mobile Elemente? Und diese ganzen vielen Details, die sollten im Vorfeld einfach mal durchdacht werden und dann natürlich abgesprochen werden, dass man halt das Ziel definieren kann und sich anhand dessen weiter orientiert zu dem Weg, den man letztendlich dann einschlagen muss. Das heißt, ich habe irgendwann ein Ziel definiert, sage, diese und jene Geräte und Funktionen möchte ich zusätzlich haben. Dann wird sich angeschaut, was kann das Fahrzeug bisher oder ist es ein Selbstausbau, wo ich bei Null anfange und gucke einfach dann, was ist alles nötig, um genau diese Ziele dann letztendlich realisieren zu können. Das heißt, ich bekomme gesagt, wo geht's hin, bekomme das Ziel gesagt und dann ist es meine Aufgabe, halt den Weg dorthin zu ebnen und letztlich umzusetzen. Um die Arbeit vom Tino jetzt zu erleichtern, möchten wir euch eine kleine Checkliste mit an die Hand geben, ja, womit ihr euch schon mal vorbereiten könnt, bevor ihr überhaupt zum Tino mit euren Zielen kommt. Also Tino, womit fangen wir an? Überlegt euch am besten mal, was ihr in dem Fahrzeug an Geräten zusätzlich betreiben wollt. Macht dort mal einfach eine Auflistung und haltet idealerweise auch das Typenschild davon parat, gerne mit einem Foto, dass auch die technischen Daten dann für mich dann greifbar sind. Dann kann ich das ganz gut abschätzen, was wir dann final an weiteren Elementen brauchen. Damit haben wir schon den ersten Punkt, also sucht euch eure Geräte heraus und macht ein Foto von dem Typenschild. Okay, Schritt 2. Was muss ich noch bereithalten? Das nächste wäre, die Ausgangssituation erstmal zu definieren. Das heißt, befasst euch selbst erstmal mit eurem Camper, guckt, was dort an Geräten elektrisch vorhanden ist, wo die auch verbaut sind. Schreibt gerne mal raus, was das für Geräte sind, welcher Hersteller die haben, von welchem Hersteller die sind, was das für Typen sind. Idealerweise habt ihr die Bedienungsanleitung noch parat und dann kann ich das auch mit aufnehmen und kann dann halt die Ausgangssituation erstmal darstellen für mich und weiß dann an der Stelle schon bei den meisten Geräten, bei den Standardgeräten, was diese können, worauf ich da achten muss, welche Kapazitäten die bereithalten und habe damit eine bessere Planungsgrundlage. Sehr schön. Also erstmal das eigene Fahrzeug unter die Lupe nehmen und mal schauen, was ist denn eigentlich verbaut, was ist denn eigentlich die Ausgangssituation. Tino, wo muss ich schauen? Ich habe ja keine Ahnung von Elektrik. Wo muss ich in meinem Camper gucken? Wo ist sowas üblicherweise verbaut? Ja, üblicherweise sind die Geräte im vorderen Bereich tatsächlich bei den Kastenwagenausbauten.
gerne mal unter den Vordersitzen verteilt oder ganz sogar unter dem Dinett-Tisch in einem Bodenfach drin. Teilweise auch seitlich an den Dinett dran, das sind so die üblichsten Elemente gesetzt. Und es kann allerdings auch sein, dass sowas im Heckbereich mit verbaut ist, in irgendwelchen Seitenklappen. Aber meistens sind die Geräte wirklich im vorderen Bereich mit verteilt. Einfach dort Kabelwege kurz zu halten, weil da auch die Stauräume dementsprechend vorhanden sind. Okay, also nehmt euer Fahrzeug vorher mal komplett auseinander, schaut mal in jede Klappe, schaut mal in die Dinett rein. Vielleicht findet ihr ja auch noch irgendwelche zusätzlichen Fächer, die ihr sogar nutzen könnt, die ihr noch gar nicht kennt. Genau, auf jeden Fall vorher erstmal schauen, welche Geräte sind da, Bedienungsanleitung raussuchen. Und ja, damit kommen wir auch schon zum Punkt 3. Dann kommen wir zum Nutzungsverhalten. Und das unterscheidet sich doll und sehr, sehr breit. Das kann zum einen sein, dass das wirklich nur ein Freizeitfahrzeug ist, was am Wochenende genutzt wird. Oder es geht wirklich in die Vollzeitnutzung rein. Man will da drin wohnen, ganzjährig unterwegs sein. Das nächste wäre auch darüber nachzudenken, in welche Regionen fahre ich. Fahre ich viel in den Norden, viel in den Süden? Habe ich dort einfach ganz andere Witterungsverhältnisse, was Sonne angeht, was die Außentemperaturen angeht, was dann auch wieder einen Einfluss spielt auf die Geräte, die ich halt drin nutzen möchte und auch auf den Stromverbrauch. Also kurz zusammengefasst, das Nutzungsverhalten. Also wie nutze ich mein Fahrzeug, wie oft nutze ich es und vor allem wo nutze ich es und vor allem auch wie lang möchte ich darin arbeiten oder eben nicht. Also das Nutzungsverhalten sollte euch vorher schon klar sein. 3 Punkte haben wir schon. Gibt es einen Punkt 4? Erstmal nicht. Ich habe jetzt die wesentlichen Dinge zusammen. Jetzt liegt es an mir, daraus ein Konzept zu stricken und halt mir zu überlegen, wie kann ich das Ganze umsetzen, wie kann ich eure Ziele letztendlich dann darstellen, mit welchen Geräten, mit welchen Funktionen und dann während einer Beratung auch schon ganz grob schauen, wo das vielleicht preislich hingeht, damit ihr mal eine grobe Hausnummer bekommt und dann natürlich auch, wo das Ganze zeitlich hingeht. Natürlich, ich habe auch meine Zeitfenster und muss gucken, wie das Ganze dann auch letztlich mit der Umsetzung funktionieren kann. So, du hast es gerade angesprochen, das, was die meisten Zuschauer wahrscheinlich interessieren wird, das ist der Preis. Wie setzt sich der Preis bei dir zusammen? In erster Linie natürlich durch die Komponenten, die letztendlich verbaut werden. Und hier ist es auch sehr, sehr breit gestaffelt, was an Funktionen dargestellt werden soll, wie autark man letztlich auch unterwegs sein will. Und hinzu kommt dann natürlich auch noch das Ganze für die Umsetzung. Da ist ein Kleinmaterial mit bei, was dann nach Aufwand berechnet wird und auch letztendlich die Arbeitsstunden final nach Aufwand. Ich kann ja eigentlich keine Pauschalpreise machen, weil jedes Konzept völlig unterschiedlich ist. Die Ziele sind unterschiedlich, die Ausgangsvoraussetzungen sind unterschiedlich der Fahrzeuge. Und da ist es tatsächlich so, es dauert so lange, wie es dauert. Ich kann das ganz grob abschätzen. Mittlerweile habe ich soweit Erfahrung natürlich, kann das auf einige Stunden abschätzen und dann final ist es so, dass die reale Zeit dann natürlich berechnet wird. Genau, also ja, die Kunden von dir können jetzt kein Angebot wie bei ATU erwarten, dass sie genau wissen, okay, das kostet, was weiß ich, wie beim Fahrzeug, bei der Fahrzeugreparatur, der Kupplungswechsel oder der Ölfilterwechsel, sondern du berechnest das tatsächlich nach Aufwand, je nachdem, was dann rauskommt. Aber deine Kunden bekommen trotzdem zumindest einen groben Preis, ob es jetzt 1000 Euro kostet oder ob es 5000 Euro kostet, genau. Ja, dass sie zumindest erstmal das grob einschätzen können. Ich sehe auch. Der übliche Ablauf ist tatsächlich so, dass es wirklich anfangs ein Angebot gibt, wo ich die final gesetzten Geräte dann drauf habe, eine geschätzte Einbauzeit, die dann halt natürlich variieren kann und dann hat der Kunde halt wirklich eine Hausnummer und weiß, okay, es geht in diese oder jene Richtung, es ist in meinem Budget oder halt auch überhaupt nicht, dass derjenige halt auch weiß, okay, da ungefähr geht die Reise hin. Final weiterhin geht es dann so, dass wenn der Kunde das Ganze dann wirklich umsetzen möchte mit mir, dann geht es in die Gerätebeschaffung hinein. Das heißt, es kommt eine erste Rechnung, wo nur die Geräte drauf sind, die Großgeräte, die dann letztlich gekauft werden müssen. Die werden dann auch zum Kunden geliefert und dann gibt es eine zweite Rechnung nach der Umsetzung dann beim Kunden, wo dann halt quasi die finalen Stunden berechnet werden und auch das Kleinmaterial, was dann verbraucht wird. Und hier kommt es dann darauf an, wie gut läuft der Umbau, wie aufwendig ist das Ganze. Hier und da können dann vielleicht noch mal ein paar Fallen dazwischen kommen, wo das zeitlich dann eventuell ein bisschen expandiert. Oder es läuft wirklich sehr gut, man kommt überall gut ran. Der Kunde hat vielleicht hier und da ein bisschen Vorarbeit geleistet in Absprache. Und da sind dann halt die Variablen. Das lässt sich nur grob einschätzen mit dem Aufwand, aber mittlerweile kann ich das schon recht gut festlegen. Also fassen wir nochmal zusammen. Bevor ihr zum Tino kommt, solltet ihr eure Zielsetzung schon mal definiert haben. Eure Ausgangssituation sollte klar sein und euer Nutzungsverhalten solltet ihr auch schon mal überdenken. Also wie wollt ihr den Strom in eurem Fahrzeug nutzen?
So, und ich bin ja jetzt nicht ohne Grund hier beim Tino. Ich habe mir auch ein paar Gedanken dazu gemacht, was ich gern in meinem Camper umgesetzt haben möchte. Wir gehen jetzt rüber zu meinem Camper, schauen uns das in der Praxis an und für euch geht's dann im nächsten Video weiter. Ich bin Mr. Tobi, verbind Natur und Technik. Das ist mein Ding, dabei hab ich voll den Durchblick. Gas, Kocher, Luftmatratze, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist. Ja, ich bin Mr. Tobi, verbind Natur und Technik. Also hopp auf meinen Channel und gib mir einen Klick. Solar Panel Powerbox, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist.